herzlich willkommen zu einer neuen Runde Mach's Vegan. Diesmal wollen wir euch mit einem pikanten Linsensalat verzaubern. Dieser ist super schnell zubereitet, schmeckt frisch und besticht durch seine außergewöhnlichen Gewürze. Dabei verwenden wir das marokkanische Gewürz Ras El Hanout. Dieses könnt ihr in gut sortierten Supermärkten oder auch online erwerben. Wer es nicht zur Hand hat, kann dieses auch nach Belieben mit anderen orientalischen Gewürzen ersetzen. Doch genug geredet, wer ein Hauch Urlaubsfeeling in die Küche einkehren lassen möchte, sollte sich die nächsten Minuten nicht entgehen lassen. Als Basis für den Salat waschen wir zunächst unsere braunen Linsen gründlich ab und kochen sie nach Packungsanleitung mit einem Lorbeerblatt und Gemüsebrühe gar. Danach bereiten wir schon unser Obst und Gemüse vor. Öffnet den Granatapfel, indem ihr den Blütenansatz großzügig abschneidet und anschließend mehrere Kerben in die Schale hineinritzt. Brecht daraufhin den Granatapfel an den eingeschnittenen Stellen auseinander und pult die Kerne heraus. Fehlen noch die Paprika, der Zwiebellauch und die Tomate. Schneidet alles wie gewohnt in mundgerechte Stücke. Inzwischen sollten die Linsen fertig gekocht sein. Achtet darauf, dass ihr diese auch sorgsam abtropfen lasst, damit später nicht zu viel Flüssigkeit in den Salat gelangt. Gebt nun euer geschnittenes Gemüse hinzu. Frische Kräuter sind natürlich auch mit von der Partie. Wir haben uns für Petersilie und, was in einem marokkanischen Gericht nicht fehlen darf, für etwas frische Minze entschieden. Streut eure Granatapfelkerne unter den Salat und würzt diesen abschließend mit einem großzügigen Spritzer Zitronensaft, etwas Olivenöl, dem marokkanischen Gewürz Ras El Hanout und Salz und Pfeffer. Nun noch sachte vermischen und nach Belieben abschmecken. Fertig! Wir hoffen, ihr genießt den Salat und würden uns freuen, euch beim nächsten Mal wieder bekochen zu dürfen. Gebt uns einen Daumen hoch bei Gefallen des Videos, kommentiert uns oder abonniert unseren Kanal, um nichts zu verpassen. Macht's gut und natürlich vegan!